weiter in diesem Licht. Keine Ahnung. Das macht mir auch manchmal Angst, diese hohe Stimme. Hallo, wie geht's? Weiter geht's. Mit Item. Welchen Item? Superball. Ha! Wir haben einen Superball in einem Pokéball gefunden. Yay! Keine Ahnung. ja. Gehen wir einfach weiter im Leuchtturm. Warum ist hier eine andere Musik? Aber ich wollte doch noch weiter erkunden. Nee. Hallo? Hallo? Ja. Das ist sicher das arme Ampharos. Hallo. Dieses Pokémon hat das Meer immer erleuchtet. Aber plötzlich wurde es krank. Es schnappt nach Luft. Ich weiß, das ist eine gut... Was? Was? Das ist eine... Irgendwas Apotheke in Anemonia City gibt. Aber dafür musst du über das Meer... Ich kann Amphin einfach nicht unbeaufsichtigt zurücklassen. Vielleicht könntest du die Medizin für mich besorgen. Bitte. Oh, natürlich dieses Was, Palu? Warum Palu? Palu. Es hat Probleme mit der Atmung. Oh nein. Oh nein, wir. Nein, nein. Das geht doch einfach nicht. Los. Item? So. Aber Item ist zuerst zu holen wichtiger. Supertrank, alle super Items heute. Wie kommen wir jetzt nach unten? Da. Wir haben ja noch nicht fertig erkundet. So. ja. Du da. Wir fliegen ziemlich hoch. Meine Vogel-Pokémon sind in der Bestform. In der Bestform, genau. Und habt ihr manchmal auch solche Tage, an denen ihr überhaupt nicht wisst, welcher Tag es ist? Oder ihr euch einfach so grob verschätzt? Na, ja, das ist bei mir eigentlich immer so, wenn Dingsbums ist, wenn Ferien oder sowas ist. Weil ich habe heute, ich habe wirklich gedacht, heute wäre schon Mittwoch, obwohl jetzt Montag ist. Ach man, manchmal habe ich wirklich solche Tage. Manchmal, nicht so oft, aber manchmal. Weiß ich überhaupt nicht, welcher Monat es ist. Ja. Wenn man nur faulenzt. Ibitag. Ibitag. Sogar ein Ibitag hat es. Brrrr. So, beiß dieses Vögelchen nieder. Furienschlag. So eine Furie. Keine Ahnung. Wie kommen sie auf solchen... Auf einen solchen Namen? Furienschlag. Vielleicht eh wegen Furie. So eine Furie, die... Sicher irgendein Entwickler, der sich diesen Namen ausgedacht hat, wurde von einer Furie dauernd geschlagen. Und dann kam er mal in den Zeit, oh, das kann doch eine tolle Attacke sein. Für Vogel-Pokémon. Weil das Sinn ergibt. Vielleicht hat ja die Freundin von denjenigen einen Vogel gehabt. Nicht im Kopf, sondern als Haustier. Fragen über Fragen. Komm schon, Masato, du willst doch auch ein Level Up. So, beiß dich nieder. So, entwickelst du dich jetzt? komm dir, du willst es doch auch. Oh, diese Werte, diese Werte. Benno besiegt, Vogelfänger, Benno besiegt, ups, sie sind abgestürzt. Immer noch nicht. Was willst du, Wanderer Tom? Ich bin's, Tom. Hast du eine Minute Zeit? Wir könnten ein paar Pokémon. Ja, die reden immer das Gleiche. Ja, fast ein Zubat gefangen. Mein Pokémon hat das Fliegen in Anemonia City gelernt. Also doch. Da ich ein Verlierer bin, fliege ich nun fort über das Meer. Was soll das? Stellt euch jetzt mal, das sagt er. Ich bin ein Verlierer und stürzt aus dem Fenster. Mein Spiegelbild, ja. Das ist ein Fenster, nicht Spiegelbild. So, da war ein Item. Ich glaube, das war es doch. Oder habe ich sonst noch was übersehen? Du da? Bevor ich in ihn reinlaufe und er doch ein Trainer ist, schicke ich mal Satoshi raus. Oh, da habe ich es doch gewusst und jetzt kommt sicher so ein Quapsel oder sowas. Jasmin muss Krankvorsorge sein, um das Pokémon hier. Man sieht sie momentan nicht einmal lächeln. Oh.
Oh. Oh. So. Ich warte schon auf deine Quapselse. Ein Krabby. Oh, dieses Krabby. Als ich Shuriken gefangen hab. Also mit der Angel. Boah, so viele Krabbis. So viele Krabbis. Schreck zurück? Nee. Trotzdem, so viel soll's nicht abziehen. Ja, hab ich doch gewusst. Weil Krabby ist eher physisch, nicht speziell. Und weil Wasser immer speziell ist, zieht es nicht viel ab. Ja. Nicht immer, sondern vor der vierten Generation. Ja, so schaut's aus. Los! Warum brennt immer dein Rücken, Satoshi? Naja, brennt. Eigentlich, ja, wann kommen die Flammen raus? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, aber nicht immer. Was ist eigentlich Idelava? Ne, Idel ohne Pfeile, ohne Pfeile, ohne Stacheln. Was war denn das jetzt? Ich habe nicht aufgepasst. Klammer? Oh, gut, dass die Elgato so weit hinten ist. So weit, da brauche ich immer nur einen Blick nach rüber tun. So, Matrose Ferdinand wurde besiegt. Ich habe im Moment auch nichts zu lachen, ja. Warum denn? Warum denn? Sag mir, hast du irgendetwas auf dem Herz? Auf dem Herz, genau. Apropos krank, mir ist zu Ohren gekommen, dass es in Anemonia City eine gute Apotheke geben soll. Warum ruft ihr eigentlich dort nicht? Dort? Ich sag das wirklich, das ist irgendwie ungewohnt, dass ich dorten sag. So. Weil im Dialekt sagt man durten, wenn man dort meint. Und manchmal verwende ich beides. So, den Leuchtturm haben wir jetzt und wir wissen jetzt auch, dass wir nach Anemonia City müssen. Okay, na, oh, jetzt kommt so eine Route, so eine Wasserroute. Das gefällt mir nicht. Ich mache mal alles bereit für die Wasserroute. Also wir sehen uns gleich wieder. Naja, was heißt alles bereit machen? Ich habe nur Satoshi rausgetut. Rausgetut, weil wird nicht so eine große Hilfe für uns. Obwohl, Mann, diese Steine hätten wir zertrümmern können. Mit Satoshi. So, du da, hast du was zu sagen? Monja? Ist das schon wieder... Es freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Monja vom Montag. Ah, das ist ja... da gibt es so welche Typis. So, was gibst du mir jetzt? Als Zeichen unserer Freundschaft schenke ich dir dies. Hackert. Nein! Warum? Das darf doch nicht wahr sein. Ich will das. Das brauchen wir. Unbedingt. So, X-Abwehr brauchen wir jetzt nicht. Müll, das ist Müll. Ja, weil das ist viel wichtiger. So, gib mir. Ja, Hackertag. Yay. So. Diese Seite verstärkt Flugattacken tun. Ja, damit solltest du ein Vogel-Pokémon ausstatten. Und was, wenn ich meine Fledermaus damit ausstatten tue? Eine Route 40, eine Bonnie City, Oliviana City. So, nein. Nein. So. Was sind das? Keine Ahnung. Schlaf dir da im Wasser ein oder irgendwie sowas? So. Du kannst es zwar nicht von hier sehen, aber Anemonia City liegt jenseits des Meeres. Meeres, ja. Ist eh nicht so weit entfernt. So, jetzt hatte ich wirklich einen Grund zu cutten. Das schaut ja heute so aus. Was heißt hier heute? So ein Labras. So, ich habe mir Superschutz eingekauft. Und ein bisschen ausgemistet. Naja, ausgemistet. Ich habe alles auf die Box getut. Hallo? Du musst dich erst aufwärmen, bevor du schwimmen gehst. Das ist Grundwissen. Ja. Ich bin früher eigentlich schon gerne schwimmen gegangen. Quiggory. Ein Tentacher. Ja, so klingt ein Tentacher. Kopfnuss. Ja, sollte doch etwas abziehen. Ja, habe ich mir doch gedacht. Oh, Säure, das ist nicht gut. Ah, wehe, du vergiftest mich.
Naja. So, was wollte ich an? Ja, schwimmen. Schwimmen. Ja, da bin ich auch immer mit einem Freund. In so eine, ja, Therme nicht. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Nicht Therme, sondern, ja, sagen wir einfach mal so Therme. So ein Schwimmbad. Ich bin auch gern Rutsche gerutscht, ja. Und, das war so natürlich, was? Noch gleich ein Cut. Ja, bevor ich jetzt weiter spreche. Schwimmer männlich, du. Okay, Onkel. Ich geb auf. Was heißt hier okay, Onkel? Ich geb auf. Ich bin ja. Anemonia City ist ziemlich weit weg von hier. Warum nennst du als Erwachsener mich Onkel als Kind? Naja. So. Wieder ist unser Stern zu einem Lapras geworden. Ich habe mir nur ein paar Gegengifte eingekauft. Was sollen diese drei Blasen? Gehst du nach Anemonia City? Wie wäre es erst mit einem kleinen Kampftraining auf dem Wasser, ja? Naja, mit unserem Sora-Line. Kate. Karte oder Kate? Ist das ein E oder ein A? Kate. Sagen wir mal Kate. Naja, ich wollte halt sagen, Sora schwebt doch, das ergibt dann Sinn. Aber wenn dann, keine Ahnung, mit einem Rizeros auf einmal im Meer kämpft, das ist immer so sinnlos. Juhu, ausgewichen. Naja, wo war ich vorher? Schwimmen. Und ich kann mich auch erinnern, den Pinguin oder sowas, als wir das in der Schule gemacht haben, ja, nicht in der Schule, mit der Schule gemacht haben, mit der Klasse. So ein Aufzeichen, ne? Diesmal habe ich verloren. Du verlierst immer. Gibst du mir deine Nummer? Warum sagst du sonst so diesmal? Ich behaupte, dass ich besser schwimme als du. Naja. Naja, wenn du glücklich damit bist. Naja. Wir haben da früher so einen Schein gemacht. Ich habe keine Schwimmreife. Ich halte mich an einem Wasser-Pokémon fest. Wird das nicht zu so einem schönen Lapras? Naja. Also, wo war ich denn schon wieder, Elfi? Brrr. Ja, ich kann mich da noch erinnern, dass wir immer, keine Ahnung, jede Woche oder so, in irgendein Schwimmbad gegangen und haben halt da den Schein gemacht, immer so, na, trainiert. Ja, kann man auch sagen, so trainiert und dann bla bla. Immer diese Übungen oder dieses Retten. Ja, das konnte ich eigentlich nie so gut, wenn man da andere rettet. Ich will keinen retten. Nee. Muschas. Das ist nicht so optimal, wenn es jetzt irgendeine Eisattacke einsetzt. Weil ja, ich konnte nur gut kraulen. Au. Du hältst es auch aus, Sarah. Ja, sogar mir. Komm schon, du schaffst das natürlich. Ja, ich konnte zwar gut kraulen früher, aber für das Retten von anderen, da muss man ja mit den Beinen da so viel arbeiten. So, keine Ahnung, wie man diese Technik nennt. So nach außen, ja, von innen nach außen oder so, von außen nach innen irgendwie so blöd herumtun. Das konnte ich nicht so gut. Oh, ich fühle mich so schwindelig. Ist ja optimal, dass du mitten im Meer gerade bist. Ich lasse mich im Wasser treiben und von den Wellen davon tragen. Und dann finde ich nie wieder Land. Und meine Pokémon wurden gerade von irgendein Typ K.O. geschlagen und deswegen bin ich verloren. Hilfe. Ein junger Kerl wie du sollte schwimmen. Surfer kann hier nicht eingesetzt werden. Was? Ich setze aber gerade Surfer ein. Nein, das geht nicht. Ich hau dich jetzt von deinem imaginären Lapras runter und du ersaufst. Ja? Nein, nicht schon wieder Muschas. Warum machen Sachen sowas? Aber eine Attacke sollst du doch aushalten. Auch wenn es ein Volltreffer wird. Und? Naja. Und ich kann mich da noch erinnern daran, als wir dann so
Es war auch blöd gemacht, so ein Zeitschwimmen so gesehen gemacht haben. Also um die Wette geschwommen sind. Mit, wie viel waren es? 4 oder 5 Leuten auf einer so einer Bahn. Das ergab voll Sinn, dass man das gemacht hat. Naja. Und ich weiß nicht, wie oft man hin und her schwimmen musste. Aber ich kann mich noch erinnern, da sind die meisten gleich auf gewesen, bis zur letzten Runde. Und dann bei der letzten Runde habe ich voll aufgedreht und bin... Keine Ahnung, ob mich da die Erinnerung irgendwie täuscht, aber ich kann mich erinnern. War dann so schnell in der letzten Runde, dass ich dann auf der anderen Seite angekommen bin als Erster, dann zurückgeschaut habe und die anderen vielleicht nur so ein... höchstens ein Viertel von der Strecke geschafft haben. Ja, ich bin toll, ich weiß. Naja, ja, das hat jetzt nichts mit diesem Schwimmkurs zu tun, aber ich mochte auch rutschen sehr gerne in so Schwimmbädern. Weil ich fett war, war ich auch ultra schnell. Da kann ich mich auch erinnern, dass eines Tages, als wir mit dem Jonah schwimmen gegangen sind und da die Rutsche benutzt haben, er auf einmal stecken geblieben ist irgendwie so, dass irgendwie unter seinem Hintern kein Wasser mehr war, irgendwie sowas beim Rutschen, und er deswegen dann stehen geblieben ist und ich bin mit meinem Kopf voll gegen ihn geschwommen, gerutscht, und das tat weh. Das tat sehr weh. Ja. Oh, ein Shellock. Shellock. Keine Ahnung, wie ein Shellock macht. Naja. Und ich muss mir was zum Trinken auch zurechtlegen. Das geht doch gar nicht ohne Trinken zu Let's Playen. Besonders wenn man mehrere Parts jetzt aufnimmt. Das ist auch ein bisschen ungewohnt jetzt für mich. Das habe ich ja noch nie vorher gemacht, so viele Parts aufnehmen. Ich habe heute vor, jetzt noch mit dem 6 Parts aufzunehmen. Nur Pokémon und dann noch in der Summe 11, ja. Milos besiegt! Ohoho, ich habe verloren! Warum machst du denn sowas? Schwimmen hält deinen ganzen Körper fit und gesund. Ja, habt ihr das gehört? Also schwimmt, meine Leute, schwimmt! Naja, das war's wieder. Also, bye, Leute. Ciao.